erstmal eine andere Rüstung. Over. Gatekeeper, hier Fortress. Bitte wiederholen. Kontakt bricht ab. Over. Die Chinesen spielen den Kanal nördlich des Tempels. Nicht in den Kapitän. Nicht abpassen. Leck mich am Arsch. Sir, ich kann's mit dem Morsecode probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. Befehle, Sir? Sie schalten Radar, Sonar und jeden einzelnen Scanner an, den wir haben. Ich will wissen, in welche Scheiße wir geraten. Das waren die schlimmsten 3 Stunden meines Lebens. Nicht gerade die Antwort, die ich mir gewünscht habe. Da ist die Valkyrie. Ja. Sie geht ihr direkt in die Falle. Ankoppeln! Ankoppeln! Geht's dir auch gut? Hoher Hase und Notration. Mein Magen dreht durch. Leck mich am Arsch! Prüf die Reißleinen! Wenn du kotzen musst, zähl auf die Feinde am Boden. Ausrüstung prüfen! Was sein muss, muss sein, Wrecker! Was sein muss, muss sein! Los geht's! Go!
feindliche Einheit nähert sich uns. Wir müssen jetzt los. Tut, was ihr könnt. Verdammt. Es beatmet noch. Du Wichser! Verdammt, Rack! Ich hätte dir fast schon wieder ins Gesicht geschossen! Du bist zurück! Tombstone ist noch am Leben! Leck mich am Arsch! Wir dachten, du wärst tot, Koppel! Ja, Mann! Scheiße, als ihr weg wart! Wo ist Ginger? Geht's ihm gut? Ich geht's noch? Das ist gut! Ja, Ginger ist in Sicherheit! Ich bring euch hin! Sergeant Kukowski, was ist mit den Flüchtlingen? Marines, ihr bleibt bei ihnen! Tombstone muss zur Krankenstation! Nach Ihnen, Sergeant! Passiert. Wie bist du da lebend rausgekommen? Ich hab mich bei den Eiern. Ich bin davon gekommen. Belass mich. Hab ich nur gefragt, wie du so ein Ja. Loch im Bauch durch einen ewig langen Abfluss gekrochen bin. Näher an die Hölle kommst du nicht mehr. Platz bei mir, Rack. Greifen gleichzeitig an. Öffne die Tür. Das war ein guter Schuss, Digga!
Sir. Wir sind unterwegs. Tombstone ist hier. Okay, Beeilung. Besser später als nie, Squad. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Ganz ruhig. Sie waren mehrere Tage bewusstlos. Sie sollten nicht reden. Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nichts. Well, Miss Shawana. Tobuchi. Sie kommen. Chanks Männer. Hier. Sie das. Sie müssen hier weg. Ich habe die Waffen abgelegt, Captain. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ihre Brüder halten sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen, sie zu vernichten. Dann müssen sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden ihre Mission vergessen und die Waffen niederlegen. Lassen wir sie rein und warten ab? Ja. Das war ein Witz. Irish, Wrecker, bewacht die Tür. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das kann ich nicht zulassen. Hören Sie zu. Wenn die sie sehen, sind sie tot. Nur diese Tür hält sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeigen, nicht zu meinen Brüdern sprechen kann, ganz ohne Furcht, habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sergeant. Wait, Schulte, ich bin hier. Tu es nicht. Tu es ja nicht. Zurücktreten! Der Penner hat's tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch drauf. Ach du Scheiße! Was ist jetzt der? Das ist ein Zander, Mingli. Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rap und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peck. Zeig's ihnen. Wrecker, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjian. Wie sind die Jankam? Viel Glück. Okay, ich will einen Whip von der C4. Vorbereitet und starten, dann sofort. Heilung, wir sind unterwegs. Das war unglaublich. Ist ja immer so. Ja, an seinen guten Tag. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht. Hey, Hannah, hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Hier, bitte, Sarge. Du bist in Ordnung, Hannah. Du kommst nicht mit, Peck? Bleibt am Leben. Es ist damit fehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf, solange wir weg sind. Hurra! Thank you.
Wir sind im toten Winkel. Bereit machen. Keine Sorge, da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Schweden. Oh, da geht's mir gleich viel besser. Glaubt. Fortress, hier ist Bloodhound. Tombstone ist an Bord. Wir bringen sie zurück. Sind alle da? Einer von ihnen wird vermisst, Sir. Wir können nichts tun. Wir müssen sofort abrücken. Schuss. Verstanden. Bringen Sie meine Marines nach Hause. Ich war früher gern in den Bergen. Mir gefiel diese Ruhe. Tja, ich hatte einen Onkel. Onkel Jay. Er hat mir alles gezeigt, was man wissen muss, um auf dem Land zu überleben. Ich dachte, du wärst ein Stadtmensch. Stimmt, und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach, was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder? Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wäre besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hannah, ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau.